Ich denke schon, dass die Trainerin vorneweg marschieren muss mit Mut und auch mit dem, was wir im Innenverhältnis natürlich auch an Zielen formulieren und uns vornehmen. Dass wir sowieso immer das Bestmögliche zeigen wollen, das ist klar. Und wenn wir das schaffen, dann wird es auch schwer sein, uns zu schlagen. Ich glaube, dass wir dazugehören, dass wir auch berechtigt sagen können, wir haben große Potenziale. Ob wir das jetzt schon bei der WM wirklich alles auf den Platz bringen, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil da gehört auch ein bisschen Spielglück zu. Wir haben Ziele gesetzt. Erster Step wird sein, in der Gruppe hoffentlich Gruppenerster zu werden. Das wird eine Herausforderung schon in der Gruppe. Und dann eben die nächsten Dinge in den K.O.-Spielen Runde für Runde anzunehmen. Ja, das ist die kniffligste Stelle, ist einfach am Ende vom Trainerteam her mit gutem Gewissen und mit voller Überzeugung sagen zu können, das sind jetzt unsere 23 Spielerinnen. Den Spielerinnen muss bewusst sein, dass wir vielleicht Spielerinnen im Turnier haben, die keine Sekunde spielen werden. Kann ich diese Rolle annehmen? Kann ich mit ihr umgehen? Bleibe ich positiv? Das wird natürlich auch angesprochen, weil wir brauchen eine hohe Trainingsqualität. Wir brauchen jeden. Und es kann ja passieren, dass ich vielleicht im entscheidenden Moment die letzten 10 Minuten gebraucht werde. Aber da muss ich da sein, da muss ich performen können.